Outriders geht in die nächste Runde. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich spielen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist irgendwie so viel da und gleichzeitig auch irgendwie nichts da. Und deshalb dachte ich mir, komm, Outriders hast du jetzt einen Monat oder so nicht gespielt. Schau mal rein, ob es dich noch catchen kann, ob du hier irgendwie einen Sinn drin siehst, das weiterzuspielen. Ich bin ja eigentlich recht positiv mit dem Spiel auseinandergegangen beim letzten Mal. Also ich habe da nichts Negatives jetzt dran auszusetzen, aber es ist ja immer so, sich zu überwinden, das dann Marwan kehrte zur weiterzuspielen. belagerten Stadt zurück. Das finde ich immer Sicher vom schwierig. Und Lager. das ruckelt immer noch am Anfang. Es Es war ist ja unglaublich, blutrünstig. ey. Dann brach ein weiterer Sturm los. Monroys Leute wurden dezimiert. Da entdeckte er die Flores im Orbit und sendete einen Hilferuf. Sie begannen, das Signal zu senden. Doch der kam nicht durch. Es gab keine Hilfe. Monroy befahl den Rückzug aufs Schiff und verbarrikadierte sich. So, da kommen auch schon die ersten Feinde. Oh, eieiei, Alter. Das ist aber echt heftig hier, die Performance. Eieiei. Kann ich. Wo ist denn. Oh. Oh, da ist ein Sniper, da muss ich aufpassen. Der da oben irgendwo, ne? Ah, aua. Hakuna Matata, aua. Oh, Alter. Eieiei, das ist aber. Oh. Ey, jetzt ist er noch da oben. Komm. Ja. Oh! Bitches! Boah. Deckung! Kann er nicht. Er kann nicht mehr in Deckung hier. Ah, doch. Alter. Also diese Ruckler, diese wirklich heftigen. Also es ist ja nicht mal ein Ruckeln, das ist ja wirklich. Es bleibt ja wirklich hängen, also. Das ist ja echt unerträglich, ey. Boah, Leute, ich komme hier nicht raus. Was ist denn los? Nicht, weil ich tot bin. Also, ich bin sicher, man sieht es auch, aber es ruckelt so heftig. Die ersten Male immer, es bleibt immer so hängen, als ob er noch sagen würde, ey, ich muss noch kurz laden. Ey, dann lad doch 30 Sekunden länger, ist doch egal. Ein Spiel muss nun mal laden, aber dann da so mitten im Kampf da irgendwie so abzuspasten, ist halt wirklich. Grenzwertig, aber naja. So, probieren wir es doch einfach nochmal. Und diesmal, Leute, was soll ich sagen? Machen wir alle fertig. Also, wenn man alle mal so ein bisschen anballert, dann ist ja auch schon mal was. Oh, ey, das ist aber. Leute, Angriff ist die beste Verteidigung. Was war denn hier eigentlich? Zack, 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 irgendwie so. So, den haben wir. Hi Fans. Komm. So, jetzt können wir wieder ein bisschen runtergehen. Jetzt ist wenigstens der Supertyp da down. Aua, aua. Lauf. Ah, Leute, ey, was habe ich hier sonst noch? Okay.
Ich probiere es mal mit dem Gewehr und will mal schauen, ob ich damit vielleicht ein bisschen zügiger vorankomme. Boah, überhaupt nicht, ey. Dafür müsste man halt auch treffen können. Hier, Kasper da oben. Alter! Boah, sind die denn auch gerüstet wie? Oh. Alter! Ist meine Rüstung so schwach hier? Meine Guns? Ja, got some Guns. Oh shit, Alter. Oh. Ho, 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 ho. Alter. Dann steht fest, also dieses Gebiet brauche ich auf jeden Fall eine stärkere Waffe. Das ist ja... Ist ja nicht zu fassen. Boah, alter Schwede. Come on jetzt. Ja, den Schuss gibt's scheinbar nicht. Boah. Komm her. So. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Den Schlachtfeldern, dem Dschungel, den Alien-Bewohnern, der Wüste, allem, was wir verloren haben, sind wir endlich da. Bei dem Scheißsignal vom Tag der Landung. Und noch immer. Nichts ein Sinn. Oh, langsam verstehe ich. So wie die Packs die Anomalie mit ihren Obelisken kontrolliert haben, waren sie es, die die Energie des Planeten in Schach hielten. Sie waren das Gleichgewicht. Und als Monroy die Packs davon abhielt, die Obelisken zu benutzen aus Angst vor dem, was sie nicht verstand, breitete sich die Anomalie aus wie ein Buschfeuer. Die Stürme gerieten außer Kontrolle und mutierten alles. Wir haben die ganze Zeit einen Ort jenseits der Anomalie gesucht. Gefunden haben wir den Ort, wo alles begann. Wo Monroy das alles begann. Ja, das klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen nach Ende vom Spiel. Also nicht, dass das jetzt in einer halben Stunde vorbei ist oder so, das glaube ich nicht, aber letzter Akt, sage ich mal. Und hier ist überhaupt keine Deckung. Ich bin ja super underpowered. Das ist denn Weltstufe 4. War das aber nicht der Standard, den ich die ganze Zeit hatte? Das ist natürlich unangenehm. Hier, was sind das denn für Schwämme jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Boah, ey.
passiert denn da? Was ist denn das für ein... Ach, das war's schon. Zurückbleiben mussten. Und vermutlich hat die eine Hälfte die andere für einen Platz auf der Caravelle ermordet. Tanner und Jakob. Wir sollten eigentlich alle da unten sein, bei den anderen. Ohne Hoffnung. Versunken im Chaos. Umgeben von Diktatoren und Verrückten. Caravelle nicht explodiert und hätte die meisten Outriders getötet. Wären wir auf der Erde geblieben. Zwei Soldaten in Monroys verfickter Armee. Hätten uns einen Weg runter von der Erde erkämpft. Hier dann die Packs abgeschlachtet und den scheiß Planeten zerstört, wo ihr auch nur einen scheiß Fuß darauf gesetzt hättet. Zack, das gehört jetzt mir. So. Dann geht's mal hier hinein. Und ich will mal schauen. Es funktioniert noch. Oh, sieht schon cool aus, Leute. Was auch immer das Signal sendet, ist hier drin. Beenden wir das gemeinsam. Yes. Das Ende der Fahnenstange. Oh, cool. Trotz allem haben wir den Uplink hierher gebracht. Ich wünschte, Jane könnte uns sehen. Was auch immer das Signal sendet, oh, Leute. Ist hier drin. Beenden wir das gemeinsam. Wie oft will er das noch sagen jetzt? Die Brücke betreten. Vision. Shanna, das ist nicht echt. Das ist der Planet, ja, aber vor langer Zeit. Nein. Das, lass mich, verdammt! Das. Geht weg. Dafür bin ich heute nicht in Stimmung. Alles klar. Ihr seid hier. Ich habe mir das so oft ausgemalt. Dich aber nie. Wer bist du? Wer ich bin? Monroy. Aber wie seid ihr... Wie konnte das Schiff hier sein, vor uns? Was meint ihr wohl? Ihr habt uns zurückgelassen, als die Erde unterging. Aber so schnell sterbe ich nicht. Wir brauchten einen Antrieb. Einen, der besser war als alle zuvor. Ihr seid doch durch den Weltraum geschlichen. Da waren wir schon hier. Wenn ihr das gesehen hättet, diese primitiven Ureinwohner, sie behandelten uns wie Götter. Ja, ich weiß, was ihr ihnen angetan habt. Oh, jetzt verstehe ich. Kein Rettungsteam, hm?
Warum habt ihr auf unser Notsignal nicht reagiert? Hä? 30 Jahre ist es her, seit die Flores am Himmel auftauchte. 30 Jahre Überlebenskampf in dieser Hölle. Diese Hölle habt ihr erschaffen. Mein ganzes Leben war ich gefangen in diesem Tal, wo wir einander grundlos töteten. Ihr nahmt uns die Hoffnung noch bevor wir angekommen waren. Bildet euch mal nichts ein. Ihr wart zu den gleichen Schandtaten imstande. So harmlos waren die Packs gar nicht. Sie hatten Kräfte. Mächtige Kräfte. Ich musste sie einfach ergründen. Und das ging nur mit Gewalt? Du hast sie gefoltert, du Dreckschwein. Seid ihr wirklich so naiv? Wie lange bevor die Wesen uns satt gehabt hätten? Sie hätten sich gegen uns gewandt. Wir wären ihnen ausgeliefert gewesen. Alles, was ich wollte, waren ihre Kräfte. Für uns alle. Um zu überleben, um stark zu sein. Versteht ihr nicht? Wir verloren die Erde, weil wir für Größeres bestimmt waren. Eben. Und ohne mich wärst du gar nichts, mein Kind. Glaubst du, du würdest hier stehen mit den Kräften des Gottes? Wäre ich nicht gewesen? Was ich für die Menschheit getan habe, hat sie gerettet. Ja, verflucht. Ich hab gewonnen. Das war's. Dreckskerl. Verschwenden wir keine Zeit. Ich muss den Ablink an die Energie der Caraville anschließen, damit wir die Flores erreichen, bevor... Scheiße, sie sind da. Wir müssen los. Nein, nein, lasst mich. Ich muss das tun. Tu, was du tun musst, Doc. Die Tür hält nicht lange. Outrider, wenn dieses Biest die Schiffshülle knackt, verlieren wir die Elektronik, die Kapseln, alles. Ich mach das schon. Hol du die Kapseln runter. So. Jetzt wird wieder gekämpft. Es scheint mir tatsächlich das Ende zu sein. Das fühlt sich sehr nach Ende an. Und jetzt gilt es hier, Eindringlinge aufzuhalten während eines Sturms. Sehr hübsch. Mehr du Pfeife. Uiuiui. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ihm tatsächlich schade oder was hier Phase ist. Zwei, drei. Weil sein Lebensbalken, ich sehe nicht, ich habe da ein bisschen was abgezogen, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das aber diese Stürme da hinten, das sieht schon krass aus, ey. Das haben die schon sehr cool hinbekommen. Oh. Ich komme eher langsam voran, möchte ich mal behaupten. Kommt doch gar nicht voran, oder bin ich blöd?
Leute, was ist denn... Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da irgendwas anrichte bei ihm, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich mal... Sturmgewehr, Scharfschütze, Waffenstärke. Schuss, Schaden 205. Schrotflinte. Mal schauen. Boah, Alter, was ist das für eine Waffe? Es ist ja minimals, was ich ihm da antue, also wirklich. Der ist halt übertrieben stark. Also ich meine, ich baller hier ja alles rauf, was ich habe, aber das ist ja fast nicht zu schaffen, möchte ich meinen. Zumindest nicht mit meiner Stärke. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ich muss mal kurz probieren, ob das irgendwie anders geht hier, weil also das kann doch nicht deren Ernst sein, dass das so lange dauert. Leute, was soll ich denn da jetzt machen? Was ist denn... Ist das einfach zu schwer eingestellt? Kann das sein? Weltstufe 4? Hat sich da was geändert? Schwierig. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das beim letzten Mal so super schwer war. Ich habe aber auch nicht auf 4 gestellt. Hat sich jetzt nicht wirklich geändert.
Ey, das dauert wirklich 100.000 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist oder ob das ein Gag sein soll. Oder ob hier irgendwas bei der Hälfte passiert, aber... Also ich finde es ein bisschen boring, ehrlich gesagt. Was nicht heißen soll, dass es zu leicht ist oder irgendwas, aber es wirkt so... so unnötig lang irgendwie. Also ich meine, es passiert ja auch im Grunde nichts, ne? Ich schieße ja einfach nur auf diese Bälle da. Und der Balken über seinem Kopf geht schon runter. Schauen, ob ich das jetzt wenigstens schaffe, dass der Balken über seinem Kopf weggeht und dann bin ich gespannt, ob sich da was tut, aber ich brauche in jedem Fall mal ein bisschen Munition. Na! Ah! Also wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen... so ein bisschen... Meh. So cool das hier auch aussieht, ja? Aber... irgendwie ist da was im Game Design untergegangen, glaube ich. Na komm jetzt, Alter. Jetzt ist doch auch gut. Oh, Alter. Das war irgendwie ein bisschen... naja. Jetzt muss ich ihn nochmal besiegen. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Naja. Damit es nicht zu einfach ist, kommen jetzt natürlich noch andere Feinde dazu. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt, aber... die wollen das hier natürlich auch irgendwie spannend halten.
Ja, also das halte ich für, tut mir leid, so sehr ich das Spiel auch mag, aber das ist schlechtes Spieledesign irgendwie. Also ich schieße jetzt einfach die ganze Zeit auf ihn, bis halt der Balken darunter ist, aber es ist auch irgendwie überhaupt nicht logisch, weshalb der das alles aushält. Also ich meine, das ist ja wirklich mickrig, den Schaden, den ich hier veranstalte. Weiß auch nicht. Das hätte man doch irgendwie spannender regeln können, oder? Manchmal ist weniger halt auch einfach wirklich mehr. Das ist halt einfach so. Das, weiß ich. Ist das einfach heute so? Ist das so im Zuge von Destiny und so? Ist das einfach der Standard, dass hier alles so bullet-spongy ist? Das ist irgendwie nicht in Relation, ist das schon irgendwie Quatsch, oder? Also das wirkt fast so, als hätten sie zum Ende gesagt, und was ist der Endboss? Wow, da schießt man einfach ganz lang auf den einen. Achso, okay. Also dann habe ich lieber Bosse, wo ich so ein bisschen, und das hatte das Spiel ja auch, wo ich so bestimmte Punkte habe, die ich treffen muss, um ihn zu schwächen. Und dann gibt es mehrere Akte und so. Das fände ich cooler, aber also jetzt hier so einfach die ganze Zeit auf ihn ballern, jetzt doch eher unspektakulär, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Spacko. Oh, die Waffe, ey. Es ist schon schmerzhaft auf jeden Fall. Aua. Ja, ist doch gut jetzt, Junge. Mein Gott. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ey, dann... Oh, Leute. Nein! Wo ist er denn? Ach da. Get down, Alter! Oh. Also das war wirklich... Das war nicht gut. Wirklich nicht. Sahidi, was ist denn los da drin? Funktioniert! Ich habe Kontakt mit der Floris.
Sende die ersten Startcodes. Jetzt! Scheiße doch! Es sind zu viele! Das Ding geht gleich hoch! Fast fertig. Gleich hab ich's! Los raus da! Wir müssen weg! Kann nicht! Ich muss die Codes senden! Mach schon, gib mir meine Waffe! Raus hier, Saini, sonst sitzt du gleich fest! Die Kapseln sind wichtiger als ich! Ich will keine Freunde mehr verlieren. Scheiße. Das war's dann wohl. Das Signal. Der Uplink. Es war alles umsonst. Hey, seht mal. Da drüben. Die Kapseln? Es hat geklappt. Du hast es geschafft. Mein Gott. Ein paar Befehle sind wohl doch angekommen. Tja, wie ich immer sage, es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Ihr? Geflüchtete. Seid ihr die Outriders? Natürlich sind das Outriders. Es gab Gerüchte über Veränderte. Outriders, die Öffnung der Grenze und ein Heilmittel im Wald. Wir folgen eurer Spur seit dem Kriegsgebiet. Und was jetzt? Wir machen weiter. Tatsache, das war's. Ja, jetzt kommt bestimmt immer mal wieder zwischendurch so ein paar Cutscenes. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell vorbei ist, jetzt ehrlich gesagt. Das war wirklich ein dummer Endkampf. Also, sorry, kann ich nicht anders sagen, aber Ewigkeiten auf den Boss darauf ballern, bis dann da der Balken ganz langsam. Da hätte man einfach ganz simpel. Das hätte ja auch lange dauern können, aber irgendwie, dass man den Eindruck hat, dass da was passiert, wenn man auf den schießt. Aber so war es ein bisschen, naja. Von mir aus, dass der eine Rüstung anhat und die springt dann allmählich ab oder wie gesagt, oder er ist in irgendeinem Mech und man schießt dann einen Arm ab und ein Bein oder irgendwie sowas, aber dieses unlogisch die ganze Zeit auf ihn drauf. Naja, ansonsten fand ich Outriders richtig geil. Also ich bin wirklich froh, dass ich das nochmal angefangen habe und mir da ein bisschen die Zeit genommen habe für. Ich habe echt nicht viel auszusetzen. Ich finde tatsächlich, aber das hat Destiny 2 zum Beispiel auch, bin ich der Meinung. So Menüfindung und wo ist jetzt welche Mission und wo muss ich hin dafür und so. Das ist einfach, das liegt aber auch daran, dass das so viel ist, dass ich da irgendwie, vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, keine Ahnung. Aber überhaupt erstmal herauszufinden, wo jetzt die nächste Hauptmission ist und wo es da lang geht und so, das war mir ein bisschen zu wirr.
Ansonsten hat es echt Spaß gemacht. Es war nicht zu lang, nicht zu kurz. Kann ich also nur empfehlen, wenn man so einen Loot-Shooter gern spielen möchte, in Third Person natürlich. Die Kapseln. Das ist es. Sie haben es geschafft. Ja, das war's an der Stelle. Bleibt die Frage, was jetzt kommt. Es wird ja eine Art Endgame geben bei sowas. Ich nehme an, es ist vielleicht so ein bisschen New Game Plus mäßig, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Dann bin ich mal gespannt, ob das etwas ist, was die Motivation hochhält oder ob das dann einfach nur so, das Spiel jetzt ins Unendliche weiter. Da haben wir es. Schließe dich mit anderen Spielern zusammen und stelle dich Enochs Herausforderung, um Landekapsel, Ressourcen und mächtige Ausrüstung zu sammeln. Ja. Ja. Eine Kapsel und da gibt es jetzt ein bisschen was. Das ist dann natürlich für absolute Überfans, die dann sagen, ey, ich kann nicht aufhören, das Ganze zu spielen. Hier gibt es ein paar coole Sachen. Zack, ich bin der Geilste. Was ist los? Ja, 1A-Typ. Ja, und dann kann man jetzt natürlich Expeditionen angehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, kann man die nur zu zweit spielen? Norman Roy und eine kleine Gruppe um ihn das Gemetzel draußen. Aber wie konnten sie in die Vergangenheit? Schauen wir mal. Hier bin ich gerade, sehe ich das richtig? Das ist auch sowas, was ich meine. Ich check's halt nicht. Im Herzen der Wildnis. Expedition vorbereiten. Eine Landekapsel ist in einem unerforschten Teil des Waldes niedergegangen. Da hier viele von Newers Leuten... Okay, episch, 35, Belohnung, Rang 1, Rang einstellen, 1, Gegner... Ach, das muss ich auch erst freispielen. Eieiei. Ja, okay, das sind jetzt im Grunde einfach nur so kurze Einzelmissionen, wo ich mir dann meine Rüstung holen kann. Was ich aber ganz sehr, sehr gut finde und auch sehr lobenswert, ist, dass die Hauptstory genommen haben, gesagt haben, okay, die ist jetzt beendet und jetzt geh mal hin und guck, was die Hauptstory bewirkt hat, nämlich diese Kapseln und dann gehst du nochmal in die Welt rein und so. Das finde ich ein cooles Endgame, ehrlich gesagt. Aber am Ende des Tages ist es jetzt einfach nur mehr vom Alten. Du ballerst dich hier durch die Welt, aber ich finde es immer noch grafisch, auch wie er jetzt aussieht, hier so ein bisschen Gears of War trifft Warhammer und so. So, und jetzt geht's los. Also was mit meinen Waffen los ist? Sollen die so viel aushalten? Ich kann das irgendwie nicht glauben, ehrlich gesagt. Junos, Leute. Die Tiere haben sie erwischt. Ja, so stelle ich mir das schon eher vor. So nämlich. Wieso werde ich angeschossen? Zack, sehr gut. Eieiei, was ist denn da los? Boah, Leute.
Okay, das Nachladen von dieser Schrotflinte dauert wirklich Ewigkeiten. Das ist schon... macht schon Spaß. Ich habe immer noch den Eindruck, dass trotzdem das Maschinengewehr noch mal eine ganze Ecke stärker ist, aus irgendeinem Grund. So. Lade den Obelisken auf. Na, da ist er ja. Was haben wir hier? Ein bisschen Ammunition. Weitere Leichen. Ein Obeliskenmechanismus. Sie wollten ihn wohl aktivieren. Alter. Muss ich hier was machen, oder was? Ist das jetzt das Laden hier? Ja, scheinbar muss ich einfach nur die Wellen hier... Ja gut, wenn das jetzt die Expedition sind, dann... naja. Kommen jetzt einfach nur weitere Feinde die ganze Zeit, oder was ist hier? Ist das die Expedition? Ja, scheinbar. Gut, sorry, das finde ich ein bisschen langweilig. Ja, mach mal aufgeben, ist ja scheißegal. Aber gut, ey, Lob dafür, dass es wenigstens ein Endgame gibt. Da haben wir ganz andere Spiele gespielt, da wo dann einfach nichts war. Outriders, das war's. Von meiner Seite, mehr Videos dazu wird es hier nicht geben. Ich finde, das ist wirklich ein sehr gelungenes Spiel. Und wer Bock auf Loot-Shooter hat und ein bisschen Science-Fiction-Fantasy-Story, dann greift auf jeden Fall zu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.